Leute, heute ist ein schöner Tag, beziehungsweise gestern, denn ich muss das Fenster, ja, wollte auch sehen, ne? Denn es gibt einen Trailer für The Crew Motorfest, neues Update. Ein Jahr ist das Spiel schon raus. Und ich spiel's noch nicht so lange. Naja. Ein Jahr ist das Spiel jetzt schon raus, circa. Und Season 4 kommt. Das Ganze schauen wir uns jetzt an. Ich schaue den Trailer jetzt zum ersten Mal. Und ich schaue das erste Mal, was jetzt kommt. Ich habe Hoffnung. Ich habe schon das eine oder andere Auto gesehen. Speaking of, ich wollte kurz mal nachgucken, ob ich das Spiel aktualisieren kann. Es wäre vielleicht noch eine Sache gewesen, bevor wir uns den Trailer anschauen. Aber ich sehe natürlich schon so in manchem Thumbnail hier unten Audi RS6 auf jeden Fall. Und vielleicht sogar doch den Mustang Dark Horse. Boah, das wäre mega cool. Was auch cool wäre, wenn man ich muss Motorfest gar nicht aktualisieren. Okay, sehr schön. Top. Dann gönnen wir uns jetzt erstmal den Trailer. Ja. Hi everyone, I'm really happy to be here with you today. After the release of 3 seasons, time has come to share with you a quick update about our next one. Season 4 will be your next stop at Motorfest. Okay, was wir hier schon mal sehen können. Mustang Dark Horse. Das erkennt man an diesen Details und den neuen, den gab's ja schon. Aber jetzt kommt scheinbar auch der Dark Horse. Also die anderen beiden für Autos sind ja Audi und keine Ahnung, wenn ich ehrlich bin, ich weiß nicht, was das sein soll. Der hier auch keine Idee. Naja. And trust me, your customization skills will have to reach new heights as we kick off a brand new playlist. Welcome to the world of Dong versus Lowrider. Können wir das Auto vielleicht? Hey, what you know about donks? A donk is all about self-expression, a way of showing your individuality. Building a lowrider, it goes beyond the cars. It's a lifestyle, a subculture. No other customization community has influenced the modern automotive landscape like we did. Also tiefer legen gerne doch, aber so springen muss nicht unbedingt. That's how we do it on the West Coast. Vielleicht können wir das auch sehen. Style and power. You know what I'm saying? Your dog is gonna kill the game. All eyes on us. Motorhaube weg. Get into the rhythm. Was? All eyes on us. Your dog is gonna kill the game. Ich denke gerade einfach Motorhaube ganz weg, okay. Ja, andale. Girl got heart. It's a Donk versus Lowrider playlist we talking about. Choose your side and choose wisely. Ich bin eher Lowrider, bin ich ehrlich. Kommt so eine schöne Bodenschwelle und nehmen, dann ist dein halbes Auto weg. Genau so mag ich's. Klingt nach Spaß auf Season 4 and this new playlist will be available for free to all players on July 3rd. And that's not the only good news I have in store for you today. I'm also happy to announce that Haba, Lancia and Alfa Romeo will arrive in the Crew Motorfest on June 13th. Was hat er gesagt? So happy to announce that Haba, Lancia and Alfa Romeo will arrive in the Crew Motorfest on June 13th.
Lancia und Alfa Romeo kommen, yo. Schöne Auto. Zwei jetzt nicht unbedingt mein Favorite, aber two already. Of course, those will be now eligible for the collection in bulk, free to be transferred in the crew at the fest. But that's not all. To properly celebrate this announcement, the mesmerizing Alfa Romeo Sardare will be available as a Twitch drop reward during Ubisoft Forward. Yes, the crew Motorfest will be present at the conference, and we have big announcements to make there about you too. So stay tuned and see you then. Okay. Yeah. Ich freue mich. Ubisoft Forward. Wann ist denn das? Gibt's da schon einen Termin? Ubisoft Forward 2024. Gibt's da einen Termin? Ja, ich sollte vielleicht doch Ubisoft, ne? Ubisoft. Vielleicht auch eingeben, so. Juni. 10. Juni, das ist Montag. Warum Montag? Da muss ich nicht arbeiten, da habe ich Berufsschule. Warum Montag? Wieso? Ubisoft! Von allen Tagen! Ach man, ey. Nee, ich will keine. Lass mal. Oh Mensch. Da bin ich nicht da. Wobei 21 Uhr MEZ. So. Berlin, Germany to MEZ. Nee, ich will keine Keks, Alter. Mach aus. Soll's ausmachen. Oh, gibt's da irgendeinen. Nee, Mann. Nee, dann nicht. Ich will keine Kekse haben. So. Dann sind wir jetzt. Ist die standard-europäische Zeit ohne Sommerzeit. Jetzt werde ich. Ey! Wisst ihr was? Ich schreib's irgendwie in die Video. Wieso am Montag? Kommt der Montag der Nachfolger für Anno 1800? Das wäre actually interessant. Aber ich warte auf The Crew Motorfest. Es wird spannend. Muss ich ganz ehrlich sagen. Naja, also Lowride. Also ich möchte mal sagen, die Playlist, das sieht alles sehr schön aus. Kann man eigentlich, was ich mich hier jetzt gefragt habe, bei dem hier. So, Reifengröße, aber kannst du da jetzt auch actually dein Lenkrad ändern vom Auto? Weil das wird ja dann wahrscheinlich auch wieder nicht jeder Hersteller erlauben, was ich diesmal sogar berechtigt finde, actually. Ja, oder halt die Motor, wie gesagt. Oder wird das wieder nur so eine Special Edition sein, die du bekommst? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall. Wo ist er? Wo ist er? Da ist er, Leute. Hier haben wir ihn. Ford Mustang Dark Horse. Let's go. Actually, ich mache mir davon einen Screenshot und nehme das jetzt als Thumbnail. Sehr schön. Top. Haben wir auch schon mal ein Thumbnail. Passt. Ich glaube, das ist dann der Audi RS6, aber ich habe absolut keine Ahnung, was das ist. Nissan Silvia vielleicht? Und das ist ja den man gesehen hat.
im Trailer dann nachher. Das ist dann Nissan Silvia? Davon gehe ich zumindest aus, also danach sieht es aus. Also das ist hier ja Audi, wahrscheinlich der RS6, wie das Thumbnail von Zocker hier sagt. Grüße gehen raus. Ja, den kennen wir. Aber was ist das? Warte, sieht halt aus wie ein Nissan Silvia. Oder lehne ich mich da jetzt zu weit aus dem Fenster? Absolut, ja. Wobei, es könnte hinkommen. Wenn man die so nebeneinander legt. Es könnte durchaus sein. Ich will es jetzt nicht ausschließen, dass es der hier ist, der S15. Wenn man den tunet. Könnte es hinkommen. Also wenn man den halt so umbaut. Dann könnte es hinkommen. Weil der, das ist ja kein Serie. Da sind wir uns, denke ich, alle einig. Vielleicht bin ich auch einfach nur dumm. Schreibt es einfach in die Kommentare. Wenn ihr wisst, was es ist. Ich habe nämlich keine Ahnung. So, ich bin hier wahrscheinlich eher auf building der Seite. Building a lowrider, it goes beyond the cars. It's a lifestyle. Weil sowas fühle ich... Okay, sowas fühle ich dann irgendwie doch nicht. Bin ich ehrlich. A subculture. So mit der Hydraulik springen. Ja, ich weiß nicht. No, das wird bestimmt lustig. Das will ich nicht ausschließen. Ja. Aber nun denn. Wo, was ich hier auch noch gesehen habe. Wo war's? Wo war's? Genau. Also das wird ja genau. Ich hoffe, man kriegt dann die Option, dass man seine Autos tiefer legen kann. Das wird diesem Spiel echt nochmal gut tun. Also, ich meine, das Tuning in diesem Game ist ja echt schon gut, was du da an Teile hast. Das ist teilweise einfach nur gestört, was du da machen kannst. Gut, in Need for Speed ist es da, aber das ist eine andere Sache. Aber teilweise sind da schon echt Teile dabei, wo du dir denkst, okay. Ja, und ich, aber dass man halt die Autos tiefer legen kann, ist ein nicht tiefer legen kann, ist ein Downer. Ich hoffe, dass es kommt. Und eine Sache, die ich mir auch noch wünsche, dass man sich die Autos bitte mehrfach kaufen kann. Bitte. Motorfest. Bitte. Ich gehe doch auch nicht zum Autohändler, fahre das schön mit meinem Mustang, den ich nicht habe, hin, gehe zum Autohändler und sage, ich hätte denselben gern nochmal, der ist richtig toll. Und dann sagte, du, nee, den hast du jetzt schon mal gekauft, den darfst du dir jetzt nicht ein zweites Mal kaufen. Was ist das für eine Logik? Wie gesagt, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich beende das hier jetzt mal. Ich freue mich sehr. Ich freue mich sehr. Übrigens, ich habe gehört. Ich kann ja auch gerade nochmal in Motorfest reingehen. Weil ich habe gehört, da sind schon zwei neue Autos da. Wahrscheinlich ein Elite-Bundle wieder. Ja, ich gehe mal kurz in Motorfest rein und zeige es euch. Ich mache kurz einen Cut und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis dahin. Da sind wir schon. Ich starte das hier, die Aufnahme jetzt schon während das Game startet, weil ich so das Gefühl habe, dass da jetzt eine Cutscene kommt. Weil ich meine, jetzt ist ja auch diese Season von Schmee. Und ich habe das Gefühl, da kommt eine Cutscene und die möchte ich euch natürlich auch nicht vorenthalten. Deswegen, wenn es geladen hat. Mal gucken, was uns das Game so bringt. So, am Anfang sieht man ja, wenn es eine Rollos gibt, sieht
man ja, da war ja immer der DBS. Ja, es bleibt doch mal DBS. Ich glaube aber, das ändert sich von Season zu Season. Erst. Welcome back to the main stage and the Motorfest Walk of Fame. It's the place to be if you really want to become a Motorfest legend. Each month is a chance for your name to be marked onto the stars. Here's the Motorfest legend of last month. Also, this summit month, a new legend rises to the challenge. Content create. Ich bin doch euer liebster Content Creator. Autos oder luxuriöse Hypercars? Auf diesen einzigartigen Creator-Event freut sich das gesamte Motorfest. Aha. Alright, I'm in. That dude in blue here, Motorfest made the call and I'm taking it on. So I'm gonna go customize some cars and see how far we can really push these babies. Plus, there's gonna be a good dose of supercars to play around with. So let's go see if the other creator will join in on the fun. Diesen Monat laden wir also zwei namhafte Content Creator auf unsere Mainstage. Hey. Hab ich da ein neues Auto. Hi guys, I'm Schmee. I've been invited by Motorfest to join David, that dude in blue, for some fun with some incredible cars. The supercars at the Schmuseum are the perfect complement to the Motorfest, and we're going to be getting David's perspective as a bonus. I can't wait for what's in store. Thanks for joining us and see you soon. Was meint ihr? Ja, Mann. Seid ihr bereit? Dann sagt es weiter. Alter, war da echt der Lycan Hypersport. Ja, Veyron, die Blue Edition. Nee, du, warte mal. Ich hab was gesehen. Ja, nee, warte mal. Doch! Lycan Hypersport. Oh, aber mit dem One-Year-Pass, ja, den hab ich nicht, ne? Schön 40 Euro ausgehen, hat Spaß. Bla bla, mach mal weg hier. Ah, in 6 Tagen. Gut, das heißt, ich weiß, was ich gleich noch zu tun habe. Ich wollte mir eigentlich den Senfo gönnen, ne? Stimmt, den kann ich ja jetzt auch kaufen, ne? Alter, was sind das für Felgen? Holy shit. Die sehen auch mega sick aus. Aber wir können kurz die Kurve machen. Weil der Spoiler bei diesem Auto fällt einfach nur. Noch ab 150. Genau. Guck, wie der Spoiler sich hier mitlegt. In der Mitlegt. Was ist das? Was haben die da gebaut? Ah, ich spare auf den Hypersport, ganz ehrlich. 6 Tage. Das heißt, nächsten Sonntag. Oder wobei, ja doch, in einer Woche mache ich ein Video, wo ich mir diesen Lycan Hypersport kaufe. Ich bin den schon in Forza gefahren. Ich war gerade so blöd, ich dachte wirklich, dass das der Lycan ist. Und habe mich mega gefreut, aber dabei ist es nur das Senfo. Absolut dumm, der Typ. Lycan Hypersport. Ich bin in den Forza gefahren. Ich fand der war mega schön. Mal gucken, was der so zu bieten hat. Vielleicht mache ich den auch einfach wieder wie in Forza einfach Gold. Das wär's doch. Habe ich wieder mein goldenes Auto. Nee, aber dieses Auto, das ist krank. Also was die da gemacht haben, der kommt ja aus den Vereinigten Arabischen Emirate, Dubai. Der sieht so cool aus. Gut, das heißt, ich gehe da mal ein paar Rennen grinden, ne?
Was ich auch gehört habe, so nebenbei mitbekommen habe, ist, dass es einen neuen Lotus gibt. Fragezeichen. Noble, Nissan. Da ist schon der Silvia. Nee, ist nicht der Silvia. Den Silvia gibt's nicht, oder? Dann ist es vielleicht doch der Silvia, der kommt. Naja. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Genau der hier. Lotus Emira. Es gibt ja den Evia. Und dann gibt's den Emira. Die sehen sich sehr, sehr ähnlich, muss ich sagen. Vielleicht ist das einfach nur die E-Kutsche. Und in denen haben sie halt einen Motor reingebaut und das Ganze dann auch umbenannt. Das kann auch sein. Weil wenn man hier unten auf das Bild guckt, die sehen sich sehr, sehr ähnlich. Naja. Leute, wir wissen, was zu tun ist, ne? Geld grinden und 6 Tage warten. Dann kommt da auch der Lycan Hypersport. Nächsten Sonntag kommt er. Nächsten Sonntag mache ich das Video zu ihm. Ich schreib's mir hier und jetzt auf. So, leerer Zettel. Habe ich einen da? Nee, ich bin so arm, ich habe keinen leeren Zettel. Nee, warte mal, hier ist einer. So. Da, nichts gesagt. So, Sonntag, welches Datum ist es? Ich nehme das wahrscheinlich am 14. auf. Es ist in 6. Ja. Mittwoch wird knapp, weil das Video am Mittwoch kommt. Von daher wird es knapp. So, 14. Lycan. So, aufgeschrieben. Mehr nicht schön, aber selten. Das hat mein Biolehrer jetzt gesagt. Nein, nicht kaufen, oh Gott. Fast 40 Euro ausgeben, nein. Lass mal. Ich freue mich. Auf jeden Fall will ich das Video jetzt nicht länger machen, als es eh schon wieder ist, weil ich wahrscheinlich eh schon wieder über die 20 Minuten bin. Kann es sein. Ich melde hier jetzt noch ein Auto an. Stimmt, was kann ich da? Dann würde ich sagen, habt einfach noch einen schönen Tag. Ja, komm, mein Mister, hier wahrscheinlich nichts gerissen, ja. Lamborghini Reventon. Forceback Racing Tune, ja. Bin ich ja. So, was melden wir denn an? Ja, ja, komm. Wenn schon, denn schon, ne? Taika. So. Dadurch verlierst du deinen Fortschritt, ja. Bis im Begriff Verzierung wird dann geteilt, ja, möchte ich. Wollte ich eh machen. So, jetzt schön für mich selber abstimmen. Hopp. Und dann wird Geld gegrindet, weil ich rechne damit, dass der Lycan Hypersport irgendwo bei 2 Millionen liegt. Das heißt, ich gehe jetzt Grand Races grinden. Oder generell Rennen grinden. Damit ich dann genug Geld habe. So, wo ist denn das? Und euch wünsche ich noch, dass ihr einen schönen Tag habt. Ich freue mich mega auf die Season und ich bin sehr gespannt, was die noch so haben. Und ja. Hier diese Playlist ab. Man sieht sich wie immer im nächsten Video. Haut rein. Ciao. Leute.